Schönen Vormittag, Herr Gross. Einen schönen Vormittag. Eli Köstinger ist zurückgetreten. Ist für Sie dieser Rücktritt überraschend gekommen? Nein. Wie ich auch schon vorher gesagt habe, diese Regierung einen nicht mehr überraschen kann. Am Höhepunkt der Krise, am Höhepunkt der Teuerung, am Höhepunkt der Auswirkungen der Sanktionen aufgrund des Ukraine-Krieges, eine Inflation, wie wir sie seit 45 nicht mehr kannten, einer Wirtschaftskrise, einer neuen Armut, die auf die Bevölkerung zugrasselt, glänzt diese österreichische Bundesregierung durch eine Reihe von Ministerrücktritten. Am Vormittag ist es Gundl-Gaukelei, die ins politische Jenseits befördert wird. Am Nachmittag ist es dann die Kaufhaus Österreich Ministerin Gretel Schramböck. Diese Regierung, wie ich einst schon einmal gesagt habe, ähnelt immer mehr einem Laufhaus, obwohl ich an dieser Stelle alle Vergnügungsbetriebe in Österreich sicherlich nicht beleidigen will, denn jedes Laufhaus ist wahrscheinlich anständiger geführt als die österreichische Bundesregierung. Jetzt hat man das Gefühl, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen quasi im Wochen-Monatstakt hierzu Angelobungen lädt. Im Netz ist auch immer wieder zu hören, die Drehtür wird sich jetzt wieder weiterdrehen am Ballhausplatz. In einigen Twitter-Kommentaren wird schon kritisch nach Neuwahlen gefordert. Sehen Sie das auch so? Also der erste Punkt ist ein architektonischer. Ich würde dem Bundespräsidenten empfehlen, die Türen einfach auszubauen. Er lässt die Türen einfach offen, dann braucht er auch keine Drehtür mehr, braucht nicht mehr aufsperren, braucht nicht mehr zusperren. Sein Stundenhotel, das er in der Hofburg beherbergt, wo jede Woche ein anderes Regierungsmitglied angelobt wird, gefüllt das Tausendste in seiner Amtszeit. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist sicherlich, dass diese Regierung durch diese neuerlichen Verwirrungen und Irrungen, durch das neuerliche personalpolitische Chaos, keinerlei Verantwortung ausstrahlt. Und damit bin ich bei Ihrer Frage, sind Neuwahlen sinnvoll? Ja, sie sind in Wahrheit längst überfällig, denn eine Regierung, die so oft Minister, Kanzler wechselt, wir befinden uns noch immer im Nachhall des sogenannten Drei-Kanzler-Jahres, Kurz, Schallenberg, Schmähammer, dann eine Reihe von Ministern wechselt. Also ich würde sagen, diese Regierung verdient keine neue Angelobung, sie vertritt einen Tritt. Das heißt, der Bundespräsident soll seine alten, klapprigen Beine einmal kräftig nach vorne drücken, so wie wenn er gegen einen Fußball kickt, und dieser Bundesregierung das einzige Vernünftige sagen: Ich entlasse sie. Margarete Schramböck könnte heute Nachmittag auch noch zurücktreten. Über diese Personalie werden wir gleich sprechen. Zuvor noch Ihre Einschätzung. Wen wünschen Sie sich als neuen Landwirtschaftsminister oder als neue Landwirtschaftsministerin? Wer könnte in Köstingers Fußstapfen treten? Naja, nach der bisherigen Annahme, dass immer für diese Regierungsämter, wo es eigentlich qualifizierte Leute gibt, diese Bundesregierung die unqualifiziertesten in unserem Land heraussucht, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht als Landwirtschaftsminister Wolfgang Sobotka in Zukunft agiert. Er scheint ja offenbar ohne dies nur mehr die letzte Konstante in der österreichischen Volkspartei sein. Die ganze ÖVP geht den Bach hinunter. Hauptsache Wolfgang Sobotka und Hanne Mikl-Leitner bleiben. Vielleicht teilen sich die die Ämter aus, denn sie bringen ja immer in Erfahrung mit. Sie dürften sicherlich irgendwo schon eine Rose geknickt haben. Es wird gemunkelt, dass Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck noch am Nachmittag ebenfalls eine persönliche Erklärung abgeben könnte und ebenfalls zurücktritt. Ist dieser Rücktritt, falls er denn stattfindet, für Sie überfällig? Also ich gehe davon aus, dass auch Margarete Schramböck heute zurücktreten wird. Es stellt sich ja nicht mehr die Frage, wer zurücktritt, sondern schneller sind wir fertig, wenn wir sagen, wer nicht zurücktritt. Das ist eben so in einem Zerfallsprozess einer Partei. Das heißt, es wird heute wahrscheinlich weitergehen oder die nächsten Tage. Nehammer wird auch noch die ÖVP-Parteizentrale umbauen, davon gehe ich auch aus. Aber wie gesagt, das sind nur mehr die letzten Zuckungen einer Partei, einer Regierung, die in Wahrheit am Ende ist. Hier wird noch Kanonenfutter verbraten in der Regierung für einige wenige Monate. Ich sage, das Vernünftigste wäre in dieser Situation, diese Regierung zu entlassen, Neuwahlen auszurufen. Diese ÖVP hat auch nur mehr 22%. Sie hat auch in Wahrheit keine Berechtigung mehr, den Kanzleranspruch zu stellen. Diese Regierung hat in allen Umfragen veröffentlichten seit einem Jahr keine Mehrheit mehr. Das heißt, wir sind in dieser Situation angelangt, wo wir dem Volk die Ermächtigung geben sollten, sich von dieser Regierung zu befreien. Also Sie wünschen sich Neuwahlen. Wer kann es besser als ÖVP und Grüne, die SPÖ?
Und mittlerweile kann es, glaube ich, jeder besser, auch einen Wasserhydranten, wenn man draufschreibt, Bundesminister, wird es wahrscheinlich besser können, im Gegensatz zu der Nachtwächterregierung, die uns gerade durch die Krise führt. Ich darf erinnern an ein wunderbares Zitat, das unlängst ein OE24-Straßenreporter einer Frau abgelockt hat vor 2 Wochen auf die Frage, wie sie denn mit der größten Inflation seit 45 lebt, antwortete diese Dame in das OE24-Mikrofon: Wir erleben derzeit die größte Inflation seit 45, weil wir auch die dümmste Regierung seit 1945 haben. Der Volkesmund tat Wahrheit kund und dem ist nichts hinzuzufügen. Wenn wir jetzt auf die aktuelle Stimmung hier bei uns im Land eingehen, wie Sie es gerade zitiert haben, generell schadet sich die ÖVP, schaden sich auch die Grünen mit jedem weiteren Rücktritt. Warum geht das derartig schnell, dass die Minister im Monatstakt hier zurücktreten? Warum kann man jetzt nicht als geeintes Team Nehammer auftreten? Naja, jedem Neustart wohnt ja ein besonderer Zauber inne, sagt man. Und offenbar glaubt die österreichische Bundesregierung, mit jedem Ministerrücktritt einen Neustart verkünden zu dürfen. Nur mittlerweile fürchten sich die Österreicherinnen und Österreicher vor einem sogenannten Neustart, denn er explodiert jedes Mal wie jede Feuerwerksrakete und das seit Sebastian Kurz. Das heißt, wir haben eine Instabilität in der österreichischen Bundesregierung. Das sieht die Bevölkerung und vertraut daher auch nicht mehr der Bundesregierung. Sie vertraut im Übrigen auch nicht mehr der Politik und den etablierten Parteien. Und das wird demokratiepolitisch langsam bedenklich. Daher wundert es mich ja, dass der Bundespräsident den so stumm zusieht. Als Bundespräsident, als Hüter der Schönheit unserer Verfassung, wie er selbst das Verfassungswerk immer betitelt, sollte sich vor die Verfassung und vor die Demokratie stellen und zu einem Affentheater einer Köstinger oder Löwinger Bühne, wie man es auch dann immer benennen will, ein Ende setzen. Und ich glaube, die Zeit ist reif. Ansonsten wird es heute im Herbst einen neuen Bundespräsidenten geben und der wird dann die Regierung entlassen. Man kann sich's aussuchen. Und wird dieser neue Bundespräsident Gerald Gross heißen? Ja, wenn ich am 21. Juni dann gegenüber OE24 meine Kandidatur tatsächlich bekannt gebe und eine Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher mit mir ein Stück des Weges gehen, dann könnte es sein. Aber da rinnt noch sehr viel Wasser über die Mur oder die Donau hinunter. Dankeschön, Herr Gross, für Ihre Einschätzungen. Danke, alles Gute.